besten Läufer, die Österreich je gesehen hat. Er war leise Zeit seines Lebens und er ist auch sehr leise abgetreten. Die Rede ist von Robert Nemeth. Zuerst keine Meldung vom Tod, erst Wochen später wird bekannt, dass er nicht mehr unter uns weilt. Erst Wochen nach seinem Tod wird er in seiner Heimat Rannersdorf verabschiedet. Sein Trainer meinte einst, es gibt einen Teil in Robert Nemeths Leben, den sie niemals kennenlernen werden. Südstadt. Hier und in Schwechat dreht er Tag für Tag seine Runden. Robert Nemeth, der geheimnisvolle Olympiateilnehmer. Robert Nemeth war ein Ausnahmeläufer. Erst mit 16 beginnt er mit dem Laufen, schon zwei Jahre später nimmt er an der Junioren-EM teil. Mit 22 Jahren sogar an den Olympischen Spielen in Moskau, wo er das Halbfinale erreicht. Eine EM- oder WM-Medaille bleibt ihm versagt. Zwei vierte Plätze bei Hallen- und Freilufteuropameisterschaften zeigen aber, in welcher Form der Ausnahmeläufer Anfang der 80er Jahre ist. Das Limit für die Olympischen Spiele in Los Angeles gelingt ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht. Schauen Sie, das mit der Allergie und mit den Problemen, die ich durch diese Blütenpollen, durch diese Erkrankung habe, wirken sich dadurch aus, dass bei mir der Sauerstoffaustausch im Körper nicht richtig funktioniert. Ich habe eine Sauerstoffunterversorgung und was das heißt in einer Ausdauersportart, das kann sich natürlich jeder vorstellen. International ist er aber dennoch ein bekannter Läufer. 1981 gewinnt Robert Nemeth das Meeting am Zürcher Letzigrund und schafft es somit als einziger Österreicher in das goldene Buch des prestigeträchtigen Weltklasse-Events. Hat man da Angst? Spürt man da den Gegner? Den spürt man im Genick. Das ist, und manchmal schaue ich über die Schulter leicht. Soll man das über? Das sollte man nicht, aber hier bin ich schon ziemlich am Limit gelaufen und da musste ich sehen, ob er mich noch erwischt war. Das sind ja die sogenannten drei Musketiere. Das ist Dietmar Milonik, Wolfgang Konrad und meine Wenigkeit. Und wir trainieren praktisch immer zusammen. Ja, das waren sie, die drei Musketiere der österreichischen Leichtathletik mit Trainer Hubert Milonik. Die drei sind seine zweite Familie. Doch Robert Nemeth hat in seinen letzten Lebensjahren kaum noch Kontakt mit seinen Sportlerfreunden. Er stirbt Mitte Dezember nach einer schweren Krankheit unter mysteriösen Umständen. Seine Freunde erfahren die traurige Nachricht erst drei Wochen später aus der Zeitung. Was bleibt, sind seine zwei Kinder und viele Erinnerungen an seine bis heute ungebrochenen Rekorde. Vor allem an jenen über 1500 Meter aus dem Jahr 1985, vor über 30 Jahren. Bei den österreichischen Hallenleichtathletikmeisterschaften im Ferry-Dusiker-Stadion in Wien wurden insgesamt 8 neue Bestleistungen aufgestellt. International am wertvollsten ist die Zeit Robert Nemeths über 1500 Meter. 3 Minuten 38,5 Sekunden. So schnell lief heuer noch niemand. Dieser Rekord steht immer noch. Eine Zeit für die Ewigkeit. Robert Nemeth wurde nur 57 Jahre alt. Also, das war sicherlich ein großer Teil meiner Leichtathletik-Geschichte, dieses Läufertrio aus der Südstadt oder die drei Musketiere, so wie wir oft genannt wurden. Und es war eine tiefe Freundschaft zwischen dem Dietmar, dem Robert Nemeth und mir. Wir sind auf der ganzen Welt herumgekommen, wir haben gemeinsam trainiert, wir haben gemeinsam gewohnt, wir haben gemeinsam gelitten, wir haben gefeiert und war eine schöne, sehr, sehr schöne Zeit gemeinsam, die wir verbringen konnten. Er ist viel zu früh von uns gegangen, unter etwas mysteriösen Umständen. Man hat es lange nicht gewusst, erst später erfahren, dass er nicht mehr unter uns weil. Wie haben Sie es erfahren und wie sehr hat Sie es getroffen? Ja, leider. Also man muss dazu sagen, der Robert hat sich schon in den 90er Jahren aus privaten Gründen komplett zurückgezogen. Er hat sämtliche Kontakte abgebrochen zu seinem früheren Leben, zu seinem sportlichen Leben. Ich kenne niemanden, der in den letzten Jahren mit ihm Kontakt hat. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen bei der Beerdigung von Lise Prokop. Und es war dann sehr überraschend für mich. Ich habe am Tag vorher noch mit dem Hubert Milonik, der bei mir zu Hause zu Gast war, haben wir über alte Zeiten gesprochen, haben wir auch über Robert gesprochen. Ich habe gesagt, schade, der Robert fehlt eigentlich in dieser Gruppe, in dieser Freundschaft. Und am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass er schon am 15. Dezember verstorben ist. Und niemand hat etwas davon gewusst. Wie würden Sie ihn beschreiben? Wie sollen ihn die Menschen in Erinnerung behalten? Robert Nemeth war ein
ein großer der österreichischen Leichtathletikfamilie. Er hat die Leichtathletik in Österreich mitgeprägt. Er ist auch ein Teil meiner Leichtathletikgeschichte, eben durch dieses Dreigestirn mit Dietmar. Und weil das wird immer in Erinnerung bleiben. Er war ein Beseelter, ein, was das Laufen betroffen hat, und er war ein Grenzgänger. Er wollte immer seine Leistungsfähigkeiten austesten, von 800 Meter bis 10 Kilometer. Und er war eigentlich immer am Sprung, Bestzeiten zu laufen. Er wollte das immer erzwingen. Manchmal ist es, und es ist sehr oft, Gott sei Dank, gut gegangen, aber er ist sich auch manchmal ein bisschen im Weg gestanden mit seinem Zwang, Leistung zu bringen. Auch jener Sportler, der Nemetz noch ungebrochene Rekorde jagt, erfährt erst durch die Medien vom Tod des Mannes, der für ihn eines der größten Idole ist. Es ist natürlich so eine Nachricht ein Schock. Das ist eine Person, die ein Vorbild war im Sport, die wirklich großartige Leistung gebracht hat und die noch in einem Alter war, wo man sagt, heutzutage, das ist ja nichts. Und der war ja grundsätzlich ein gesunder Mensch, und darum ist das natürlich ein Schock, ein Schlag ins Gesicht in dem Moment. Es ist nicht so gewesen, muss ich natürlich zugeben, dass ich ihn privat super kannte und wir uns jede Woche getroffen haben, aber es ist über den Sport einfach, diese Leichtathletik, diese Sportlerfamilie, ob es jetzt war bei der Kira Grünberg, wo jeder einfach mit betroffen ist, ob es beim Robert Nemeth ist, man fühlt sich einfach verbundener. Und gerade bei mir, es war einfach so, ich war sozusagen die letzte Person, die es geschafft hat, einer seiner Rekorde zu brechen, wie er noch bei uns war. Und ich bin auch wahrscheinlich einer der Personen, die seine Rekorde jetzt jagen wird, ob es jetzt die 1500 Meter in der Halle ist oder die Meile draußen oder was auch immer. Und da ist einfach eine Verbindung da, und darum ist man da einfach bei der Familie, bei den betroffenen Leuten. Und ich denke mal, für mich ist es eine große Ehre, und ich werde versuchen, in seine Fußstapfen zu treten und in seine Zeiten quasi weiter hochleben zu lassen.